in unserer Sprache sprechen würden, ich betone nochmal, in unserer Sprache würden wir sagen, die Erde zu erschaffen ist doch viel schwieriger als ein Mensch. Ja? Für Allah ist beides einfach. Aber für uns, wenn Allah subhanahu wa sagt, er ist der Herr des gewaltigen Thrones und wir wissen, was mit dem Thron gemeint ist, dann ist es, bringt es die Herzen eher dazu, auf Allah subhanahu wa zu vertrauen. Und zwar hat ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass diese sieben Himmel und die sieben Erden im Vergleich zu Al-Kursi nichts ist als nicht im gleichen Verhältnis steht wie ein Ring, den man in eine Wüste wirft. Ja? Das Verhältnis dieses Ringes, der ganzen Wüste, dessen Ende man nicht sehen kann, ist das Verhältnis zwischen den sieben Himmeln, dieser Ring, und das Ganze ist Al-Kursi, das andere. Und dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, dieser Kursi, ja, der Thronschemel, der in Ayat al-Kursi erwähnt ist, 255 Surat al-Baqarah, ist im Vergleich zu Al-Arsch, dem Thron, nochmal genauso, als hätte er einen Ring in die Wüste reinschmeißen. Und wie groß ist der Ring im Vergleich zur Wüste? Ist gar nicht. Ja. Also das ist, und dann sagt Allah, er ist der Herr dieses gewaltigen Thrones. Also dieser Thron, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Viel, viel größer als der Himmel und die Erde und noch größer als der Thronschemel selbst. Dieser Herr, auf den vertrauen wir, weil in seiner Hand ist das alles. Ja. Deswegen, wenn man auf jemand anderes vertraut außer ihm, dann ist man also schwachsinnig. Ja, Al-Arsch haben manche Menschen ausgelegt als Al-Kursi. Manche Menschen haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ich sage nochmal, Al-Arsch in der arabischen Sprache bedeutet der Thron. Der Thron im Deutschen ist das Bett des Königs. Ja, und auch im arabischen Qamus, wenn man zum Beispiel von Ibn Manzur aufschlägt, Lisan al-Arab, eines der berühmtesten arabisch Wörterbücher, da findet man, dass da zum Beispiel steht, Al-Arsch ist Sarir al-Malik. Al-Malik ist der König, ja, und Sarir ist das Bett, also das Bett des Königs. Und manche haben gesagt, und Kursi ist im Arabischen entweder ein Stuhl oder ein Thronschemel. Und vielleicht gibt es noch andere Bedeutungen von diesem Wort. Wie dem auch sei, das Erste, woran ein Araber denkt, wenn er Kursi hört, ist entweder der Stuhl oder ein Thronschemel. Ja? Und Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hat uns erklärt, dass damit gemeint ist der Thronschemel. Und der Thronschemel ist der Ort bei einem Thron, wo der König seine Füße draufsetzt. Das ist ein Thronschemel, ja? Ein Kursi. Manche Leute haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ja? Und dann haben sie gesagt, wenn sie sagen, Al-Arsch ist Al-Kursi, hat man sie gefragt, ja, was ist denn Al-Kursi? Dann sagt sie, Al-Kursi ist Al-Ilm, ist das Wissen. Ja? Und dieser Tafsir ist nichtig. Dieser Tafsir ist wertlos und macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt eine Überlieferung, die überliefert wird über unsere rechtschaffenen Vorfahren, aber sie ist schwach über einen Sahabi. Und wenn sie schwach ist, also haben wir darin kein Argument, diese Belieferung zu verwenden als Beweis. Und was wir wissen ist, dass sprachlich und religiös ist Al-Arsch eine Sache und Al-Kursi eine andere Sache. Und Al-Kursi ist nicht das Wissen. Der Herr, Allah ist nicht der Herr seines Wissens. Ja, was macht diese Aussage für einen Sinn? Sie ist weder sprachlich korrekt noch koranisch. Auf jeden Fall ist dieser Kursi, wie Allah bezeichnet, gesagt hat im Koran, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Das heißt, dieser Kursi, der Thronschirm, umfasst die sieben Himmel und die Erde. Ja? Und der Thron ist noch gewaltiger als dies. Und deswegen hat Allah subhanahu sich beschrieben als der Herr des gewaltigen Thrones. Ja. Und ja. Wir kommen nachher ein bisschen nochmal da drauf zurück. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar, weil manche Leute, Ahlul Bid'a, ja, sie sagen, Al-Arsch hat in der arabischen Sprache, weiß nicht, ich übertreibe jetzt, 1000 Bedeutungen. Das ist übertrieben natürlich, das stimmt nicht. Ja? Und dann sagen sie, woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet das Wort Al-Arsch hier im Koran damit gemeint Thron ist? Woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet damit der Thron gemeint ist? Von diesen 10, 20 Bedeutungen. Das ist jetzt realistischer. Ja? Dann sagen wir ihnen, wenn ihr Ahnung hättet von der arabischen Sprache und wenn ihr Vertrauen hättet in eure edlen Gelehrten, dann würdet ihr nicht diese dumme Frage stellen. Weil in jeder Sprache gibt es das. Also lasst euch nicht verwirren, dass man euch sagt, im Arabischen, da gibt es, der Koran kann man nicht übersetzen, ein Wort hat 10 Bedeutungen. Das ist nicht speziell für Koran. Das ist nicht speziell fürs Arabische.
Das gilt für jede Sprache, behaupte ich. Ich kenne nicht alle Sprachen. Ich behaupte, in jeder Sprache gibt es Worte, die, wenn man sie, oder Sätze, wenn man sie übersetzen würde in die deutsche Sprache, gibt es mehr als eine Möglichkeit, diesen Satz zu übersetzen. Okay? Ich glaube, diese Aussage ist nicht weit hergeholt. Was bestimmt letztendlich, welches Wort ich verwende, was bestimmt letztendlich von diesen 10 Bedeutungen, welches Wort ich verwende? Erstens, dass die Bedeutung verwendet wird, die man normalerweise verwendet. Was soll, warum? Ich kann nur nicht davon ausgehen, dass man, ich sage euch ein Beispiel. Ein sehr primitives Beispiel, und damit ihr wisst, dass die Leute von dem Bid'a, die sind genauso blöd. Die sind genauso. Also die sind nicht also viel schlauer als das Beispiel, was ich euch bringe. Okay? Das Wort Zug im Deutschen. Mir fällt ein, das Wort hat mindestens 3 Bedeutungen. Ein Zug kann bedeuten, das Gefährt, das tut, macht. Ja? So. Zweite Bedeutung, ein Zug kann bedeuten, bisschen Wind. Wind. Ein Zug, dritte Bedeutung, die ich mir jetzt spontan einfällt, ist, wenn du zum Beispiel Schach spielst, dann machst du einen Zug. Das heißt, du bewegst deine Figur von einem Feld zum anderen Feld. Wenn ich jetzt dir eine Geschichte erzähle über Schachspielen und übersetzt eine Anleitung vom Schachspielen und da kommt jetzt, dann ist der Nächste am Zug. Dann ist der Nächste am Zug, der Nächste ist dran auf Deutsch. Ja? Da kannst du mir nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll Wind im Deutschen oder im Englischen jetzt, oder ob ich sagen soll der Zug, mit dem man fährt, ein Ticket kauft vor, oder ob er meint Spielzug. Ja? Das ergibt sich daraus, dass du eine Anleitung übersetzt. Ja? Und deswegen. Die Leute sind wirklich tatsächlich so unwissend. Ja? Die sagen, es gibt 10 Bedeutungen von Al-Arsch, 10 Bedeutungen von Kursi, also wissen wir nicht, welche gemeint ist, und deswegen machen wir Tafwid. Und das ist der Madhab von Asha'ira. Tafwid heißt, wir lassen die Bedeutung überlassen wir Allah. Die Asha'ira sagen, wir wissen nicht, was das bedeutet. Und das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, weil der Koran ist abgesandt worden auf Arabisch, damit wir verstehen, was drin steht. Ja? Wenn wir nicht wüssten, was diese Sachen bedeuten und wir daraus keinen Nutzen ziehen könnten, welchen Sinn hat das dann im Koran, dass diese Worte drinstehen? Ja? Wenn wir nicht wissen, was Al-Arsch bedeutet und wie dem auch sei, also es gibt viele Sachen, ja, und auch ein Beweis, dass sie völlig abgeirrt sind, ist das der Hadith von Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er beschrieben hat, dass am jüngsten Tag, dass er Musa vorfinden wird, sich klammern an einem Pfosten oder einer Säule von dem Thron. Ja, einer Säule von dem Thron. Und so wissen wir, dass tatsächlich ein Thron ist ein Thron und sonst um nichts anderes. Aber dass es natürlich nicht der gleiche Thron ist wie unser Könige heutzutage, ist ja klar. Allah subhanahu wa ta'ala wird einen gewaltigeren Thron haben als dies. Ja. Gut. Dann hat der Autor ein. Warum hat der Autor diese Eier überhaupt erwähnt? Warum hat der Autor diese Eier erwähnt? Und es geht darum, dass der Mustafa sallallahu alaihi wasallam den Tauhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Schirk führt, geschlossen hat. Ja? Das werden wir sehen. Und zwar jetzt gleich. Und zwar hat Abu Huraira radiallahu anhu arda, ein Hadith überliefert. Er sagte: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La taj'alu buyutakum qubura, wa la taj'alu qabri ida. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht mein Grab nicht zu einem Ort des Festes. Das ist jetzt, übersetze ich jetzt spontan und dann werde ich nachher was mehr dazu sagen. وصلوا علي und spricht den Segensgruß über mich aus. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ, denn euer Dua, dieses Allahumma salli ala Muhammad, erreicht mich, egal wo ihr seid. Erreicht mich, egal wo ihr seid. Ja. Was bedeutet es, dass, der erste Teil des Hadithes, لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا, macht nicht aus euren Häusern Grabstätten oder aus euren Häusern Gräbern. Ja. Eine Bedeutung ist, dass man nicht, wie heißt es, dass man zu Hause beten soll, dass die Leute zu Hause auch beten sollen. Ja? Freiwillige Gebete natürlich. Ja? Die Pflichtgebete in der Moschee und die freiwilligen Gebete zu Hause beten.
Es sei denn, was die Sunna, wenn die Sunna auf etwas anderes gewiesen hat, wie zum Beispiel Salat al-Kusuf, Salat al-Kusuf, Salat al-Eid oder anderes. Nach der Ansicht, dass Salat al-Eid keine Pflicht ist, nach der Ansicht, dass es Pflicht ist, sowieso nicht. Also, la taj'alu buyutakum qubura, das ist die zweite Ansicht für den Hadith ist, die offensichtliche, dass man nicht seine Toten zu Hause begraben darf. Dass man nicht seine Toten zu Hause begraben darf. Und der Grund ist offensichtlich natürlich klar, weil das führt zum Schirk. Erstmal führt es dazu, dass man diese Toten verherrlicht, weil man ihre Gräber pflegt und achtet und weiß nicht was darauf. Und irgendwann denkt man, sie waren besondere Menschen. Und irgendwann mal flüstert der Schaitan in dein Herzen ein, dass man doch nur daran denken, dass sie nur vielleicht den Gedanken haben und dann ihn umsetzen, dass diese Person in einem irgendwie, auf irgendeine Weise helfen kann. Und nicht viel dümmer ist das heutzutage, was man sieht in manchen Orten, sogar hier findet man Automaten, wo Steine drin sind und da kann man 1 Euro reinwerfen und dann bekommt man einen Stein raus. Und das ist ein Glücksbringer. Ja? Das ist nicht viel abgeehrter, als dass man zu einem toten Menschen geht und ihm was verlangt. Weil Allahu a'lam, der Stein, könnte man wirklich darüber diskutieren, ob ein Stein dümmer ist, dass man von ihm irgendwie Glück verlangt oder ein toter Mensch. Ja? Vielleicht kann man beim toten Menschen argumentieren, dass er mal lebendig war. Dass er vielleicht irgendwann mal lebendig sein wird. Oder dass er vielleicht rechtschaffen ist. Aber Allah musta'an. Also beides ist eine absolute Katastrophe. Ja? Und das gleiche wie Leute, die hängen diese Augen auf. Ja? Diese Augen auf. Und das achtet vor ein. Oder weiß nicht was, ja. Also es gibt vieles von dem, ja. Aber wir haben ja darüber ausführlich, Alhamdulillah, geredet. Jetzt kommt jemand und sagt, von den Leuten, von Ahl al-Bid'ah, sie sagen, das Grab des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist doch in seinem eigenen Haus gebaut oder gegraben worden. Wieso nicht, wieso dürfen wir das dann nicht? Wir sagen, erstens einmal, das eine kann gar nicht im Widerspruch stehen zum anderen, weil, also angenommen, das stimmt natürlich nicht, angenommen, die Sahaba haben einen Fehler gemacht und sie haben ihn in seinem Haus begraben, was sie nicht hätten machen dürfen, dann sagen wir, das wäre nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat gesagt, ihr sollt das nicht machen. Okay? Aber das ist natürlich ist nicht wahr, sondern es gibt eine Überlieferung über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, aber diese Überlieferung haben manche Gelehrte als schwach eingestuft. Wie dem auch sei, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam darin, jeder Prophet, der gestorben ist, ist an dem Ort begraben worden, wo er gestorben ist. Wallahu ta'ala a'lam. Ja. Gut, machen wir weiter. Und beide Bedeutungen über dieses Hadithes, also sind in Ordnung, die ich vorhin gesagt habe. Ja. Also sowohl, dass man nicht zu Hause die Toten begraben darf, und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist auch, dass die Da'wa der Muslime sie nicht erreicht, die Dua, weil wenn man zu den Gräbern geht, zum Friedhof geht und für die Toten Dua macht, dann natürlich hat das einen Vorteil für die Toten selbst, ne? Aber wenn die Toten alle zu Hause begraben sind, dann nicht mehr. Gut. Dieser Hadith, den wir erwähnt haben, ist ein Beweis für was? Unter anderem, dass man nicht in den Friedhöfen beten darf. Man darf im Friedhof kein Salat verrichten. Ja? Die einzige Ausnahme, und wir müssen die Ausnahmen nicht mehr erwähnen, aber ich erwähne sie immer, damit man nicht nachher fragt, aber wie ist es denn da und da und da? Okay? Aber normalerweise, wenn wir es eine allgemeine Sache sagen, einen allgemeinen Rechtsspruch sagen, dann muss man nicht jedes Mal sagen, aber es gibt die Ausnahmen, die Einzelheiten kann man im Fiqh nachlesen. Ja? Aber sagen wir mal für das Salah, ich meine das rituelle Gebet, das Salah, das mit Allahu Akbar anfängt und das Salamu Alaikum aufhört. Ja? Dieses Salah darf man, und das aus Ruku' und Sujud besteht und Sitzen, dieses Salah darf man auf dem Grab, im Friedhof niemals beten. Ohne Ausnahme gibt es dort kein Salah. Ja? Aber was beim Friedhof manchmal erlaubt ist, ist das Totengebet, Salatul Janaza, für denjenigen, der vergessen hat, im Salah, oder das Gebet verpasst hat. Also verpasst hat, dort zu beten in der Moschee und der Tote ist begraben, dann kann er hingehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat und dann kann er dort für ihn das Totengebet verrichten in Richtung Makka natürlich. Ja. Und der Tote ist dann zwischen dir und Makka und dann. Wie dem auch sei. Auch das gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, aber wir sagen, solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, kann man niemandem übel nehmen, wenn er es genauso macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Ja. Und, ja.
Der Tote ist dann zwischen Mekka und dir. Wenn du Salat al-Janaza machst, ja. Okay, dann sagte der Prophet,